Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hör mal, wer da fackelt. Hämmert. Fackelt? Fackelt. Fackelmann oder was? Ja. Bist du hier Axel Schulz? Ja. Boah, hab auch so eine komische Mütze auf. Baust du da oben deinen Korkenzieher hin? Ja. Alter, was ist denn das? Hier sind die Vögel unter der Brücke gefangen. Nein. Ja. Ihr seht, wir sind noch hier mitten am Bau. Du bist mitten am Bau. Ich bin fast fertig. Ja, ja. Ich bin auch fast fertig. Also, so quasi. Mit den Nerven. Ja, du, ich muss ja auch die ganze Zeit mit dir spielen. Selbst schuld. Diese Hilfserde kann schon mal wieder weg. Nein. Meine Taschen sind zu voll. Ich habe jetzt gerade mal die Erzkiste aufgelöst. Ey, lass davon bloß nichts despawnen. Zu spät. Alles despawnt. So, hier unten sind schon wieder Monsterchens. Da hau ich einfach mal mit dem Bogen rein und geb uns nettes Fleisch für Burger. Na? Nettes Fleisch für Burger. Nettes Fleisch für nette Leute. Nettes Fleisch für nette Leute. So. So, ich sortiere die Kiste jetzt einfach mal nicht, ne? Sondern pack da einfach mal alles ein. Was? Mein System. Genau. Nein, das nimmt dir keiner ab. Ach. Du so. Nimmst auch nicht ab. Na und? Ich bin ja auch nicht am Telefon. Ja. So. So what? So, Etage begradigt. Ich glaube, dann hänge ich auch mal in jeder Etage so eine Öllampe. Was hältst du davon? Ja. Kann man machen. So, wo habe ich sie denn da? Mach mal das so. Mal. So, hier. Ein bisschen filigran. So, jetzt haben wir hier halt ein wunderhübsches Treppenhaus. Aber das war es dann auch irgendwo schon. Mister. Hüpfen Sie nicht so hier an meinem Gerüst hoch. So, also im Prinzip hatten wir ja beschlossen, das Holz dann auch mit einzureißen und durch Kobbel zu ersetzen, ne? Ja, aber das können wir Stück für Stück machen. Also ja, ich meine, ich bin jetzt hier mit dem Treppenhaus fertig. Ja, es ist, wie gesagt, es sieht halt derzeit dann geflickt aus, ne? Aber es kann ja auch noch eine ganze Zeit geflickt aussehen. Verflickt und zugenäht. Flickenteppich und Sahnebaiser. Hä? Frag mich nicht, wo das herkam. Ganz ehrlich. Ja. Kannst du mir mal ein Crafting Table runterwerfen? Ja, kann ich. Oh, jetzt hast du schon zugemacht, du Sack. Ja. Das ist dein Gefängnis. Fleisch. Gerüstetes Fleisch. Warte, ich werf den Crafting Table runter. Warum? Ja, Mamo, ich werde das Loch schon flicken. Aber ist echt gerade kacke. Mann. So, okay, Mann. So. Jetzt haben wir hier halt unseren Eingangsbereich. Nicht schlecht. Was ist nicht schlecht? Ich habe gerade irgendwie ein 1000er Stack Cobblestone Bricks gemacht. Und immer noch total viel Cobblestone über. Ja, kann man nicht meckern. So, und was mache ich jetzt? Du, mein Guter. Ja. Ähm.
Tja, was machst du? Das wüsste ich selber gern. Bräuchten hier meine vernünftige Türe zu unserem Kellergemäuer, wo ja letztendlich auch das Labor sich hinter befindet. Mhm. Zum Verliesgitter finde ich da nicht angebracht. Das habe ich dir von vornherein gesagt. Nö, das gar nicht. Ich könnte uns eine Sliding Door Pixel printen. Oder eine Bone Door. Eine Bone Door. Was hältst du von einem Bone Door direkt dort? Müsste ich mir anschauen, wie die aussieht. Müsste ich mir auch anschauen, wie die aussieht. Deshalb baue ich jetzt einfach mal eine. Baue doch gleich ein paar. Oder nee. Pixel printest du die? Nee, die Bohnen durch. Boah, es ist hier gerade echt ein bisschen dunkel. So, Bohndor. Bohndor? Ist das nicht Bohndor. Da, wo Aragorn herkommt? Wo die Hobbits hingehen? So, das hier passt. Und warum sitzt er die andersrum, als er so sagt? Na egal, jetzt haben wir da auf jeden Fall eine Bohndor. Andersrum würde es mir besser gefallen. Aber die dreht er automatisch. Verstehe, wer will. So. Tata. Naja. Ist halt eine Bohndor. Sieht das aus? Ich könnte ein paar Flashblocks gebrauchen. Haben wir diesen Planeten eigentlich schon ausgehöhlt? Immer noch nicht. Könnte man nämlich eigentlich auch mal machen. So, was sagt unsere Ernte? Ernte sagt, dass er dabei ist. Was mache ich denn, mein Noob? Hups. Und hier natürlich die Absteckkammern schon mal irgendwo. Ups. So. Ich glaube. Was glaubst du denn? Dass mir das so einigermaßen hier unten gefällt? Ich weiß ja nicht. Weißt du nicht? Ich weiß ja nicht. Joa, doch. Mit schönen Stützpfeilern. Geh mal runter. Wuhu. Oh, jetzt das Saplings. Ja, da unten darf es ja ruhig grün werden. Ich habe mir gesagt, hier Stützpfeiler, ne? Sind ja so fundamentiert in Gestein. Ja. Weißt du? Ja. Wollen wir uns jetzt hier durchgraben, tatsächlich? Klar. Ah, ja, zu. Warum? Hier ist doch letztendlich der Notausgang von unserem Bunker. Ja, aber hier ist doch der Wegbeampunkt. Deswegen ist doch da keine Rückwand. Weißt du? Ja. So, und das? And this? And this we make mal zu, ne? Make it so. Make it zu, nicht so. So. Und weißt du was? Ich mache, ich gehe jetzt hier in den Planeten rein. So. Oh, Kupfer. Wir haben immer noch keine Morlocks hier, deshalb. Erinnerst du dich an den Untergrundtempel, den wir letztens gefunden haben? Der war super. Kohle. Jetzt bist du mal wieder total kryptisch für mich. Warum? Ich kann mir sowas doch nie merken. Ich merke das schon.
Oh, ein Loch. Oh, eine Ranke. Warum kannst du dir sowas eigentlich nicht merken? Ich bin ganz schön vergesslich geworden. So die letzten Jahre. Du bist ja auch alt. Ja, ich sag's dir. Hunger. So, noch mehr Kohle. So, zack. Zap, zap. Die Kiste. Nein! Ein Schwert. Was ist da los? Warum stöhnst du schon wieder auf? Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob das so sinnig war. Was? 1, 2, 3 und 2 hoch. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich dekoriere. Was dekorierst du denn? Die Brücke? Ja, klar. So. Ich dachte irgendwas anderes deshalb. Bei dir weiß man ja nie. So, und wenn das jetzt nicht passt, ne? Dann schrei ich. Und warum? Nein! Verbauen sollte man sich dann auch nicht. KW. Ist hier ungefähr gar nichts? Aber davon jede Menge. Yes! Ach so, es passt. Ich freue mich gerade ein bisschen, es passt. Geil. Tack, 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 tack. Auf der Brücke kann man jetzt nur alle zwei Blöcke beamen. Ist doch kein Problem. Oder springen. Den Giftsee. Sieht aber immer noch irgendwie dämlich aus. Ach, hab dich mal nicht so. Ja, in der Mitte ist es... Hat mit seinen Erbauer gemein. Ja, ey, halt's Maul, du. Ich sag's dir. Was denn? Du, wirst es bald erfahren. Was? Hier müssen eine ganze Menge unterirdische Gift sehen. Ja, wo bist denn du hin? Im Moment so halb unterirdisch. Ja, aber wo? Eigentlich relativ geradlinig nach unten. Von wo? Von unter der Brücke. Oh, Kartoffelsamen. Ach so. Ja, von unterm Bunker. Ich bin einfach mal ein bisschen hier, wer schon hier sein darf. Na, dann nutze ich das doch einfach auch mal. Hier sind wir so komische Häuschen. Also wir waren hier auch schon mal unten, hier haben wir die ganzen Softbricks hier gehabt. Also viele. Ja, die könnten wir eigentlich auch noch mal viele von holen. Hier gibt's eine viele. Lass mal so. Relativ gerade nach unten? Ja. Immerhin Fackeln folgen. Ja, so ganz fackelig warst du nicht immer unterwegs. Ja, irgendwann bin ich auch einfach nur noch gerade nach unten. So, du Teddybärhund, stirb. Die sind natürlich echt nervig. Was ist das? Gift's ja, irgendwann bist du richtig gerade nach unten. Ja. Aber als ich da gerade nach unten bin, gab's auch noch Wasser. Ich vertraue dir einfach mal, dass du nichts total Dummes gemacht hast. Ach so, okay, doch so ein bisschen. Wow! Schwerkraftviecher! Schwerkraftviecher? Schwerkraftviecher, die erzeugen Schwerkraft. Schwere Kraft? Das ging auf jeden Fall einmal ganz schön hart nach unten.
Hier musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ich lasse hier mal die ganzen Pfützen hier unten. Weil hier wird es ansonsten ziemlich steil. Ja, sag mal. Geht's noch? Hm? Was denn? Was denn? Hast du das gefunden, was ich meinte? Oh, hier gibt's Kohle. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall diese Dinger schon mal gesehen. Da hinten sind Fackeln von uns. Das heißt, ich gehe mal ein Stück weiter nach links. Wasser. Cool. Ja, yeah, hallo. Bauen wir hier den Hintergrund einfach ab? Nö. Ich interessiere mich nicht so für Softbricks. Alter, da kannst du wunderbar ein Klo mitbauen. Ja, dann bau da einen wunderbaren Klo mit. Wo bist du denn hin? Bleib doch mal bei mir. Ich bin bei dir. Dieses komischen Häuschen finde ich irgendwie witzig, muss ich sagen. Ja, ganz ehrlich, es sollte irgendwann mal hier so Behutsamkeitsverzauberung und dann, Aber Puppenhaus. Für die Kleine. Wo willst du eine Kleine herkriegen? Schau mal. Ein Pet und so. Boah. Nee, da warte ich auf den Drill. Ich hab keine Fackel. Torch. Kraft. Das ist schon irgendwo geil hier, so ist nicht. Ja, super. Komm hier, durch den Softbrick. Nö. Oh, Softbrick. Ich hasse Softbrick. Ja, komm. Der wird hinterher richtig schön zum Bauen. Ja, aber wir wissen ja, wo wir ihn herbekommen. Ich meine, hier gibt es ja nicht gerade wenig davon. Ja. Würde ich behaupten. Ich glaube, das Vieh da drüben hat Hunger. Die sind nicht cool. Oh, wir schon. Also ich schon. Hallo. Ich glaube, er will dein Freund sein. Diamanten im Softbrick. Diamanten des Softbricks. Was willst du hier? Ich? Gucken. Ist so gut. Ich bin ja ein neugieriger Mensch. Du bist ja nur so ein komischer, ich bin auf den gar nichts programmiert Roboter. Ui. Oh. Ich bin ein bisschen auf Rohstoffabbau programmiert. Nur ein bisschen. Na du, Klausvieh? Warum greifst du noch das Vieh an? Das kann auch nichts dafür. Du hast doch Hunger, oder? Immer. Und meckerst doch, dass ich die wertvollen Burger esse. Ja. Wie jetzt zum Beispiel. Warum? Ich habe Brot in der Tasche. Trockenbrot, das Beste, was es gibt. Ich habe jetzt extra für dich mal nur die Bone Boos gefressen. Weil wir noch keinen Bone Boo Chili können. Wir müssen echt mal auf Lorana stoßen. Hier oben geht's ja gar nicht weiter. So ein Pech aber auch. Wo bist du hin? Unter. Wasser. Ich buddel mich durch den teuren Softbrick. Und da saufe gleich. Ja, das ist mir egal. Ich weiß. Aber egal, das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf.
höre es nur Oh, es wird nix. Mamo! Nein! Nein! Oberfläche! Ja. Ging ganz schnell. Ja, ja, ne? Wenn man den mal ersäuft, dann. So, beam to ship. Du kannst auch direkt warp home, ne? Ich hab ihn nicht als Heimatplanet gesetzt. Was? Ja? Warum? Warum? Weiß nicht. Hast verpennt. Was? Ja. Ja, dann musst du doch nochmal mit dem Schiff hinfliegen. Ja. Die Bäume sind fertig. Und, sieht's gut aus? Joa, kann ich meckern. So. Ja, ich lass mich auch mal kurz ertrinken. Sehr langweilig. Ja, langweiligste Tod. Obwohl, ne, ich guck mal, ob ich bis zur Lava runterkomme. Mach das mal. Ich guck so lange mal unsere Ernte an. Und seh nochmal neu aus, ne? Wie will's denn aussehen? Gut. Ach, zu spät, hast schon erledigt. Mit Vorlage. Ach Gott, ist das langweilig hier. Unter der Erde? Ja, so alleine. Gott. So. Gerade. Wo sind meine Kartoffelsamen? Was hab ich denn hier eigentlich? Diotogen-Samen. Diotogen? Squitchy and kind of tasteless. Ja. Mensch. Nein. Die sind ja genau wie du. Ich bin gar nicht squishy. Aber tasteless. Was ist denn los? Eine Kiste gefunden. Was denn für eine Kiste? Ne. Okay. Was wir vielleicht auch mal wieder machen könnten, ist erkunden. Eine Large Holzcheste. Was hast du? Wir können auch mal wieder auf Erkundungstour gehen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Du meinst fremde Planeten? Ja. Nicht mehr nur unter der Erde, sondern auch über der Erde. Haben wir denn genug? Sind wir also, wenn ich mich recht entsinne, habe ich mein Schiff extra in ein System mit sehr vielen Planeten geparkt. Ja, ich buddel hier gerade mal so 36 Diamanten aus. Egal, wie lange das dauert. Ja, mach das mal. Ich pflanze hier gerade hier den Weizen neu an. Ich müsste noch ein paar Hamburger machen. Ich versorge dich ja mit Fleisch. Ja, ne, habe ich. Sag ich da was gegen, Kollege? Sag ich da was gegen? Im Gegenteil. Du sagst auch nicht danke. Na klar. Ich spule nachher zurück, dann siehst du es. Da unten haben wir unsere Küche. Hui. Ja, ne? Mal locker flockig 32 Diamanten. So, mal locker flockig noch 11 Brote. Und noch einen Hamburger. Na, klasse. Karottensamen haben wir noch keine, ne? Nee. Sag mal Bescheid, wenn du welche findest, dann kann ich nämlich Gemüsesuppe machen. Gemüsesuppe ist super, übrigens. Hatte ich noch nicht. Ich habe die mal in einer Kiste gefunden. Die ist ähnlich wie das Boneboot Chili mit heilen und schneller werden und so weiter und so fort. Die ja. Gab's mal im Knast. Ah. Veggie-Soup. Ja, genau die. Kann ich kochen aus drei Sachen. Kartoffeln, Tomaten, ja, und halt Karotten. Und die hat halt keiner. Ein Grund mehr, wieso ich gerne auf Erkundungstour gehen würde. Vielleicht findet man ja einen Gemüsehändler, der auch die Samen verkauft. Samen verkaufen die nicht. Ich bin der Meinung, wir haben auch schon mal einen Samenverkäufer gehabt. Hab ich da jetzt hier was angepiekst? Hoffentlich. Okay. Solange du da am gucken bist, bin ich mal am Kisten, an Taschen leerräumen, ne?
mach mal noch eine zweite Dingsterkiste auf, ne? Eine zweite Dingsterkiste. Ja? Saplings. Ja. Ich stelle jetzt auch einfach mal mitten in den Raum, weil die eh bald wieder wegkommt. Ich bin jetzt hier echt senkrecht nach unten. Hm. Ich sehe noch keine Lava. So super. Und ich sehe eine Chiste. Eine Chiste? Eine normale eine Chiste. Oder? Ja, mal wieder so eine Holzkiste. Achso, diese. Die Breiten, die haben immer irgendwie Waffen drin. Ja. Und die sind uns mittlerweile furchtbar egal, glaube ich. Ja, das sehe ich genauso. Weißt du, was ich vergessen habe diesmal? Was denn? Stoppuhr. Ja, nee, ein paar Minütchen haben wir noch. Ein paar Minütchen haben wir noch? Ja. Ja, ich bin ganz entspannt. Hast du dir die Brücke nochmal angeguckt? Ja, hab ich. Sieht gut aus. Kann man echt nicht meckern. Oh, danke. Anerkennung. Man muss sich ja auch mal loben. Anerkennung von dir ist so schön. Man kann ja nicht immer nur auf dich reinkloppen. Du kannst schon. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ach Gottchen. Ich meine, können tue ich eine ganze Menge, muss ich ja ehrlich sagen. Nee. Ah. Ich mache hier mal eine ganze Kiste voll mit Gravier. Was hältst du davon? Gravier und Asche und Kobbel. Also Gravier habe ich tatsächlich größtenteils weggeschmissen. Ich habe es tatsächlich erstmal behalten. Ich mache jetzt einfach mal eine Dreckkiste. Man weiß ja nie, wozu man es nochmal braucht. Ja, also verschiedene Farben Dreck sind immer gut. Na gut, da habe ich tatsächlich gerade nur zwei. Blau und braun? Ja. Und ein bisschen Sand. Wie wollen wir eigentlich das Lager dann tatsächlich gestalten? Ich meine, ich weiß es noch nicht. Es gibt ja jetzt auch theoretisch die Möglichkeit, wir brauchen ja nicht so ganze Städte plündern, aber es gibt ja quasi genug Items, die man so mitnehmen kann, um sich damit das Haus zu verschönern, bräuchten wir auch dringend. Ja. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Schloss finden würden demnächst, wäre das super. Dann könnten wir nämlich... Ich meine, ich habe nichts dagegen, auch mal irgendwo was zu plündern, so ist nicht. Aber man muss keinen unverhältnismäßigen Raubbau betreiben. Es sei denn natürlich, wir finden ein Schloss. Ja, auch dem muss man... Ja, du, ja, wie gesagt, man muss nicht alles mitnehmen, nur weil es da ist. Sagen wir es mal so. Das bauen wir komplett ab, alleine um die Steine zu haben. Hallo, Bunker. Und dann merkt es auch keiner mehr. So wie bei dem Labor. Wo einmal meine ganze Etage abgerissen haben. Hallo, Schmalzlocke. Was? Alter, du findest mich unterirdisch nie. Will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht runter zu dir. Sehr gut. Ich baue mir jetzt noch einen Guard-Spawner und dann, der das Dorf bewacht. Was hältst du davon? Ja. Menschen-Guard-Spawner oder was? Da kann ich die Rasse gar nicht bestimmen bei einem Guard-Spawner. Brauche ich 2500 Pixel für. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, lass es da erstmal. Aber dann baue ich einen Human Spawner für Schmalzlocke, damit er nicht so alleine wohnt. Was hältst du davon? Na gut. Der kostet nicht so viel. Und wir haben genug Kupfererz. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen Platinum im Obsidian. Ich komme auch gerade super voran. Ich möchte doch nur an die Lava, damit ich sterbe. Du möchtest an die Lava, damit du stirbst. Da ist wieder Kobbel. Schnurch. Kobbel dich da mal hin. Oh, Pixel zerkleinern aus Kupfererz dauert echt lange. Eins bringt irgendwie 5 Pixel. Mhm. Oh. Geht doch nicht. Naja, schon. Klar geht das. Merkst du doch.
So, dann machen wir uns noch ein paar Bandages. Und du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ausreicht mit dem Bandages. Vom Feld allein. Wie vom Feld allein? Ja, du sagst ja immer, beim Feld kriegt man auch Plantfibers. Ja, ich habe jetzt 69 Bandages, sagen wir es mal so. Ja, die sind ratzfatz weg. Ja. Ja, nee, das sehe ich eh nicht. Also, wäre schön, wenn wir Rankenbäume hätten, so ist nicht. Ja, aber die bauen woher wir dann nehmen, auch wenn nicht stehen? Die bauen wir dann auch erstmal groß an bei uns. Ja. Habe ich noch Sand dabei? Ich glaube, ich schütte mich mit Sand zu und ersticke dann. Schütte dich mal mit Sand zu, haben wir irgendwo noch Stahlbarren? Stahlbarren? Tatsächlich nicht. Ich hätte Titaniumbarren eine ganze Menge dabei. Habe ich nach Titaniumbarren gefragt? Heiß ich Jesus? Man weiß es nicht. 20 Stahlbarren. Woohoo! So. Noch ein paar Pixel. Mhm. Und dann können wir uns jetzt einen Guard-Spawner, nicht einen Guard-Spawner, einen Newman-Spawner bauen. Zack. Kraft. Und ich hoffe, da kommt jetzt ein weiblicher Human raus, dann wohnt Schmalzlocke nicht mehr ganz allein. Hat er eine Freundin. Wenn es ein männlicher ist, ne, dann haust du es draußen um. Nö. Ich meine, wir dulden hier auch, ne? Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften unter einem Dach. Gleichgeschäftliche Partnerschaften. das sind wir ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. So, jetzt fange ich an zu ersticken. Jetzt geht's an zu ersticken. Ja, das geht auch relativ zügig bei dir. Ja. So, wo fliegen wir hin? Ja, wenn, dann fliegen wir ja mit meinem Schiff. Ja, ich würde auch gerne noch ein bisschen Dreck loswerden. Die Bude einteilen zumindest. Er hat einen Surferboy als Freund. Schmalzlocker hat einen Surferboy. Was? Ja, und jetzt unterhalten sie sich. Der eine lacht. Oh. Sag mal. Surferboy legt sich ins Bett. Bitte? Ja, Schmalzlocker sitzt erstmal noch auf dem Stuhl. Hallo. Ich will die beiden mal nicht stören. Da. Surferboy. Surferboy. Aufwachen, ich will. Na, siehst du? My husband won't stop talking. Alles klar. So, hätten wir die Frage auch geklärt. Ja, aber finde ich korrekt. Ja. Direkt eingebaut. Schmalzlocker und Surferboy. Alter, da ist einer im Bunker. Ja, der schiebt der Wache. Leder. Dass du das direkt siehst. Ja, ich hab da ein Auge für. So, dann lass uns mal auf der Brücke sammeln. Was hältst du davon? Ja, wir brauchen hier noch irgendwie so Laternen. Ja, demnächst. So. Das sieht scheiße aus, bestimmt. Ja, geht. Kann man machen. So. So. Bitte? So. So? So. Und so. Ich würde nächste Folge dann gerne das Haus noch kurz einteilen, zumindest, und dann können wir wieder erkunden. Was hältst du davon? Ich würde nicht großartig Haus einteilen. Ich würde erstmal auf Erkundungstour gehen, gucken, was wir alles auf unseren Abenteuerreisen mitbringen und dann mit den Einteilen beginnen. Na, hast du auch wieder recht. Naja, auf jeden Fall vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ja.
Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wie man das Haus noch schöner machen kann, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder Starbound spielen. Wuhu, genau. Tschüss. Bye bye.